Kiew, die Stadt der Kirchen und Klöster. Und in diesem Jahr das Eurovision Song Contest. Der Ort hat sich für die internationalen Teilnehmer herausgeputzt. Zum zweiten Mal in seiner jetzt 62-jährigen Geschichte macht der ESC-Zirkus hier Halt. Kiew ist mit seiner mehr als 1500-jährigen Historie eine der ältesten Städte Osteuropas und gilt als eine der schönsten. Den ESC direkt vor der Tür zu haben, ist für viele hier in erster Linie ein Grund zu feiern. Es ist eine tolle Möglichkeit für Kiew und die ganze Ukraine, sich als modern, tolerant und gastfreundlich zu zeigen. Es ist wie ein einziger Werbeclip über eine ganze Woche. Ja, die längste Werbung aller Zeiten. Große Teile der Innenstadt sind dafür gesperrt. Darunter der Maidan, der zentral gelegene Platz der Unabhängigkeit. Ort vieler politischer Proteste, wie die Euromaidan-Proteste 2013 und 2014, die auch Menschenopfer forderten. Seitdem steckt das Land in einer Krise. Es kam damals zwar zu einem Regierungswechsel, doch die Wirtschaft schwächelt und der Osten des Landes ist von prorussischen Kräften besetzt. Der Eurovision Song Contest ist also unter anderem Ablenkung und Hoffnungsschimmer für die rund 3 Millionen Bewohner. Das sieht auch Kiews Bürgermeister so, der Boxweltmeister Vitali Klitschko, der die große Aufmerksamkeit für seine Botschaft nutzt. Das ist eine europäische Stadt und deswegen wir freuen uns Eurovision in unser. Das ist ein gutes Zeichen, weil vor vier Jahren viele Leute auf die Straße gegangen, weil wir wollen ein Teil von europäischer Familie zu sein und dafür. Machen wir Änderungen in unserem Land. Die europäischen Standards müssen wir zum einem bestimmten Niveau bringen. Das werden wir automatisch Europäer. Und Musik hilft uns sehr. Es geht zwar um Musik, aber die Politik lässt sich nicht ganz unter den roten Teppich kehren. Weil die russische Kandidatin nicht in die Ukraine reisen durfte, zog sich Russland vom diesjährigen ESC zurück. Für die zehntausenden Fans ist das Nebensache. Sie wollen Spaß haben. Wie hier vor der Sophienkathedrale in einer der vielen Fanzonen. Manche reisen schon 2 Wochen vor dem Finale an. Für deren Sicherheit sorgen rund 10.000 Polizeikräfte. Austragungsort der 3 ESC-Shows, ein Messezentrum mit Platz für 11.000 Zuschauer. Das Motto: Celebrate Diversity, die Vielfalt feiern. Das Symbol? Regenbogenfarben, die hier eigens auf das Denkmal der Völkerfreundschaft gemalt wurden. Jedoch unter Protest. Ukrainische Rechtsextreme wollten verhindern, dass über der Stadt das Symbol der Schwulen und Lesben thront. Die stellen seit Jahren einen großen Teil der ESC-Fangemeinde und sind wieder zahlreich gekommen. Ich hatte keine Bedenken. Man sieht überall die Eurovisionszeichen. Ich glaube, die ganze Stadt und die ganze Ukraine leben den Eurovisionsgedanken. Dem Trubel ein wenig entgehen kann man am Andreassteig unterhalb der St. Andreaskirche. Hier beginnt Podil, der älteste Stadtteil von Kiew. Es ist das Künstler- und Szeneviertel der ukrainischen Hauptstadt. Der ESC ist auch hier ein Thema. Im Prinzip finde ich es gut, aber es ist nicht das Wichtigste, was wir heute brauchen. Das stimmt, ich fahre Auto und die Straßen sind in einem schlechten Zustand. Man hätte das Geld dafür ausgeben können. Ich finde es gut, weil Menschen aus dem Ausland in die Ukraine kommen. Sie lernen unsere Kultur und unsere Traditionen kennen. Ich denke, das ist cool. Der europäische Gedanke ist bei dem größten Musikwettbewerb der Welt immer präsent. Das betont auch der Sänger der Band O Torwald. Sie tritt in diesem Jahr für die Ukraine an. Der ESC schenkt vielen Menschen hier Hoffnung. Ich denke, das ist eine wunderschöne Zeit, sowohl für Kiew, wo die Kastanien blühen, als auch für die Menschen, die im Frühling auch aufblühen. Kiew setzt auf die Kraft der Musik. Und die spielt dieser Tage überall in der Stadt.